startfrei für den derzeit besten Flieger der Welt. Genauer gesagt, den derzeit besten Skiflieger der Welt, denn das ist der Österreicher Gregor Schlierenzauer. Der 19-Jährige, der ganz in der Nähe von Innsbruck zu Hause ist, ist aktueller Skiflug-Weltmeister, Skiflug-Gesamtweltcupsieger und Gesamtweltcupsieger im Skispringen. Keine Überraschung also, dass Schlierenzauer von einem Gremium aus Fachjournalisten zum Skikönig des vergangenen Winters gewählt wurde. Im noblen Privatjet, bereitgestellt von Sponsor Red Bull, flog Schlierenzauer in Begleitung seiner Eltern und seines Onkels und Managers Markus Brock von Innsbruck nach Willingen, wo ihm im Rahmen des Forum Nordicum der Titel und der damit verbundene Pokal überreicht wurde. Bei einer Reisegeschwindigkeit von ca. 600 km pro Stunde und einer Reisehöhe von 30.000 Fuß, also ungefähr 10.000 Metern, dauerte der Flug von Innsbruck nach Paderborn gerade mal eine Stunde und 20 Minuten. So wird dann sogar eine Reise erträglich, für die man mit dem Auto durchaus einen ganzen Tag einplanen muss. Die Laudatio hielt dann am Abend in Willingen kein geringerer als Eurosport-Kommentator Dirk Thiele. Der Preis soll für diejenigen sein, die was nicht mehr im Rampenlicht stehen. Und vor allem für diejenigen, die was im Hintergrund mit mir arbeiten. Ich verneige mich vor dem Skikönig Gregor Schlierenzauer. Er hat alle Voraussetzungen. Er ist physisch, technisch, was weiß ich. Er hat alles, was ein großer Skispringer braucht. Er hat sicher auch die mentale Stärke. Aber eins hat er sich behalten, dieses freundliche, entgegenkommende Wesen.